Guten Morgen, heute sind wir bei Harvest Moon 3 mit Gast und der wird sich erstmal kurz vorstellen. Sag mal, hallo. Schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, je nachdem, in welcher Zeit ihr gerade dieses Video schaut. Ich heiße Kev, mein YouTube-Kanal nennt sich The Kev Cop und ich mache dort Videos, wo ich mich über ein bestimmtes Thema aufrege. Immer über das Gleiche? Nee, über halt verschiedene Themen. Zum Beispiel erste Folge war, die erste Folge war zum Beispiel die Gronkh-Fanbase, zweite Folge waren die Bronies und so weiter. Oh, Bronies, ja. Was hast du denn gegen die denn noch, die besten Leute der Welt? Ja, total. Ich muss sagen, wer das Video gesehen hat, der weiß ganz genau, ich habe nicht etwas gegen alle Bronies, sondern einfach nur gegen die, die so durchs Internet quasi rumlaufen, so mit einem Schild und Hupe und überall nur zeigen, dass sie Bronies sind und so sagen, alle sind Bronies, Bronies sind die Besten, ihr könnt nicht leugnen, dass ihr Bronies seid. Ja, am besten noch die Icons und alles voll mit so genau. Bildern von denen. Und alles zu spammen und alles auch ponyfying und ich denke mir da nur, das ist einfach nur ein paar. Ich meine, ich muss sagen, ich war selber... Aber ist es nicht bei jedem Fandom so? Hä? Ich habe vergessen zu gießen. Ist es nicht bei jedem Fandom so, dass einige Leute extrem alle anderen schlecht machen und es so ein bisschen peinlich wird? Ja, aber bei den Bronies ist das mir zumindest sehr verstärkt aufgefallen. Ja, die sind plötzlich gekommen, ne? So richtig so extrem. Also ich muss ja sagen, wie soll man das jetzt sagen? Es gibt ja viele Gruppen, die plötzlich hervorkamen und sagen, wir wollen Respekt und so. Und die sind so vorgekommen, so, wo man denkt, niemand hat was gegen euch und ihr macht es aber ein bisschen nervtötend. Ja, also, genau so ist es. Und das ist es seltsam. Also das wundert mich ein bisschen. Ich muss auch sagen, ich habe mich selber mal als Brony gezählt. Also ich habe die Show mal ein paar Folgen geguckt und fand das auch recht gut. Irgendwann dann gingen mir die Leute einfach nur noch auf den Sack und ich wollte einfach nicht mehr dazugehören. Oh, haben sie dir also ein schönes Hobby vielleicht kaputt gemacht? Ja, vielleicht, aber ich habe eh kaum Zeit, irgendwas zu gucken. Kaum Zeit. Ich komme einfach nie dazu, weil ich immer abgelenkt werde. Ja, das stimmt. Das kenne ich. Aber das ist ja, die können das ja ruhig machen. Das ist ja auch schön und so. Was geht's denn in der Sendung? Erzähl mal. Ich habe noch nie eine Folge geguckt, weil ich mir auch denke, muss jetzt nicht unbedingt sein, Ponys anzugucken. Ich meine, es sieht toll gezeichnet aus, das muss ich zugeben. Aber es ist so ein bisschen... Ja, worum geht's? Also, ich habe auch nur ein paar Folgen gesehen, 5 oder so, und dann wurde es mir... Also, ich denke mal, am Anfang ging es halt wirklich noch dass es irgendeine Botschaft vermitteln soll, die sich vor allem an jüngere Zuschauer richtet. Wie zum Beispiel, dass Freundschaft was ganz Wichtiges ist. Also 0815. Was? 0815 also. Genau, dass man immer zu seinen Freunden halten muss und so. Und deswegen dachte ich mir auch nach 5 Folgen, ja, kenne ich doch alles schon. Ich habe früher Digimon geguckt, da haben die ungefähr das Gleiche vermittelt. Ja. Denke ich zumindest. Obwohl da besser, oder wie? Weiß ich ja nicht. Da gab es eine Hintergrundgeschichte noch. Es gab noch Tiere mit Waffen dran und das gibt's bei My Little Pony nun mal nicht. Schade. Nein. Aber, und dann dachte ich mir halt irgendwann, es war ganz witzig und so, aber dann... Wobei ich sagen muss, ich habe mich in letzter Zeit mal wieder ein bisschen mit der Fanbase auseinandergesetzt und sogar Fanfictions gelesen davon. Oh, gefährlich. Ja, und zwar bei der Fanfiction Cupcakes, die ja sehr populär unter den Bronies ist für ihre Brutalität. Ich saß ungefähr die Hälfte der Zeit, wo ich dieses Fenster offen hatte, also auf dem PC diese Seite. Ich lag die Hälfte davon lachend auf dem Boden, weil ich das einfach nur so herrlich lächerlich fand. Fanfiction sind sowieso wieder so etwas, da muss man aufpassen. Teilweise manchmal kommen Fanfiction sogar ganz groß raus und werden Filme draus gemacht. Twilight, muss man aufpassen. Ich kriege jetzt schon wieder einen Kotzreiz. Nein, aber es ist wie eine Fanfiction. Twilight ist ja wirklich so eine extrem aufgeblähte Fanfiction von so einem Mädel. Und Fanfiction über Serien sind aber meistens, da geht es meistens darum, dass irgendwelche Mädchen, also nicht nur Mädchen, aber viele Mädchen schreiben ja Fanfiction, die irgendwelche zwei Charaktere zusammenbringen wollen, dass die rumvögeln. Und bei Brony kann ich mir einfach nicht vorstellen, was passiert denn da in den Fanfiction, dass sie einfach nur, hallo, ich bin ein Pferd, nehme ich. Aber ja, das ist auch was ganz Interessantes, und zwar zerkloppen sich die Bronies schon seit langem die Köpfe, ob nicht eines dieser Ponys
lesbisch ist. Oh, ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, ne? Wie viel gibt's dann davon? Keine Ahnung, also die sagen, ein bestimmtes Pony, also Rainbow Dash, ups, soll angeblich eine Lesbe sein. Weil sie Rainbow hat. Nee, keine Ahnung, einfach so, ich weiß jetzt nicht genau den Hintergrund, aber sie soll auf jeden Fall lesbisch sein. Okay. Und dann denke ich mir immer, also da gibt's wirklich teilweise Foren mit über 150 Seiten, wo die sich darüber die Köpfe einschlagen und dann denke ich mir, Leute, ihr macht euch, ihr schlagt euch hier die Köpfe aber um die Sexualität eines fiktiven Ponys. Ja, aber weißt du was, das ist interessant gerade, muss ich sagen, weil meistens kenne ich das nur andersrum, als Gamer früher bei einem Forum, wenn die gesagt haben, wenn einer nur gesagt hat, bei Final Fantasy oder so, ja, der könnte doch eventuell schwul sein. Da haben alle ihn sofort zerrissen und gesagt, das kann nicht sein und so. Also da war es undenkbar, dass irgendjemand das denken durfte. Und jetzt geht es darum, dass sie unbedingt ein Pferd lesbisch machen wollen. Es ist so ein bisschen... Naja, ein paar. Es gibt halt auch die anderen, die sagen, na, hier, die stimmt gar nicht, die... Was wie meinst du das du? Nur behaupten? Warum meinst du, passiert das? Ich glaube ja manchmal, also so habe ich es damals im Forum eigentlich mitbekommen, dass einige dann dagegen sind. Zum Beispiel, meistens waren es Frauen, die haben dann gesagt, nein, bei Naruto hier, Sasuke ist nicht oder so. Und wo ich mal denke, kann es sein, dass sie einfach selbst auf ihn stehen und deshalb ihn nicht weghaben wollen? Und dann denke ich mir, du hast ja recht, es sind alles nicht echte Charaktere, aber gerade deshalb kann man doch darüber nachdenken. Es ist ein bisschen wie, weißt du, wo es Fanfiction dazu gab? Habe ich keine gelesen, aber oh mein Gott, man kommt nicht davon weg. Auch Bilder gibt es ja und so. Bei Kingdom Hearts, Rico und Sora. Und zuerst habe ich gedacht, oh mein Gott, das sind junge Leute, die überleben was. Aber im zweiten Teil muss ich ganz ehrlich sagen, da verstehe ich's. Also der zweite Teil ist so heftig. Ich weiß ja nicht, wie es bei den Ponys ist, dass sie da vielleicht auch irgendwas einbauen, dass diese Rainbow-Dingenskirchen irgendwas macht, dass es rüberkommt. Weißt du da was? Also es gab irgendwann mal Comics oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wobei ich auch sagen muss, das ist jetzt nicht der Knackpunkt bei Fanfictions bei My Little Pony. Weil die Fanfictions von My Little Pony sind ja etwas Besonderes. Weil in der Serie ist ja alles immer so Friede, Freude, Eierkuchen. Und in die Fanfictions bestehen, sag ich jetzt einfach mal, über einen Daumen 60% daraus, dass sie sich alle gegenseitig umbringen. Ach so welche. Oh. Ich muss ganz kurz Pause machen. Nicht Pause, sondern Pause das Thema. Denn, fuck yeah, der Typ hat endlich unseren Schrank gebaut. Yay, Lukas. Kev ist dabei, wie wir den Schrank kaufen. Bist du froh? Oh, ja, total. Ja, mit unseren 99.000 durch unterschieden können wir den Schrank jetzt eigentlich kaufen. Ja, und wir können uns endlich Teller da rein tun. Sarah wird so froh sein, dass sie nicht mehr aus dem Trog essen muss. Und nur 5.000, das ist ja wenig. Yay! Wir haben alles gekauft. Ja, ich hab überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Du musst so tun, als ob du voll dich mitfreust. Ja, freut. Wir müssen nie wieder hier, yay! Okay, wir können weiter das Thema anfangen. Ja, total. Gibt's bei My Little Pony auch Typen, also Jungs? Oder sind es alles Weiber? Es gibt auch männliche Ponys. Ja. Und einen Drachen. Einen kleinen. Und wie sind diese männlichen Ponys? Sind die so diese Liebesinteressierten? Also die, die einfach nur dafür da sind, beste Freunde zu sein? Also ich meine Lover zu sein? Das sind alles Nebencharaktere. Das heißt, sie sind einfach nur da, damit die Frauen sagen können, oh, der ist so dreamy. Also ich meine die Ponys. Die sind einfach nur da. Das war's. Hä? Die haben meistens keine besondere Rolle in der Story. Nicht wirklich. Also von den Ponys nicht. Dieser kleine Drache Spike, ja, okay, manchmal, aber der... Wie wobei Jungs man auch sagen sonst muss, nichts. In der Serie direkt wurde auch nur bisher die Sexualität eines einzelnen dieser Ponys bestätigt. Also du meinst dadurch, dass sie irgendwie sagen, ich finde den gut aussehend oder sowas? Ja, genau. Und zwar eine, die war mal irgendwie in der Serie irgend so am Rand, hat sich in irgendeinen Typen mit Geld natürlich verliebt. Ja, okay. Und ja, über die anderen ist gar nichts bekannt. Verdammt. Ja, das ist es ja. Das war damals auch in den Forum. Wenn nichts bekannt ist, kann es sein, dass sie lesbisch ist. Verstehst du? Das ist, ja, habe ich früher auch in meinem Forum dann gedacht, so, wenn
jetzt, ich nehme Sasuke-Beispiel, weil viele Naruto kennen und nicht mehr so gut Final Fantasy oder so. Aber, oder nehmen wir Riku von Kingdom Hearts. Der sagt nicht einmal, dass er auf Frauen steht. Das heißt, er könnte auf Männern stehen. Das heißt, er könnte auf Sora stehen. Das heißt, es könnte sein. Wo ich dann immer denke, wir wissen es nicht, also haltet alle die Fresse. Und das ist es. Beide haben recht. Beide Seiten haben recht. Und wenn diese Rainbow da noch nie irgendwie einen anderen angeguckt hat und noch nie ein Mädchen angeguckt hat, dann, ja, Hero, dann könnte es sein, mein Gott, dann ist das halt, das sind Ponys, fucking Ponys. Ja, man weiß es halt nicht und deswegen denke ich auch. Was meinst du, wäre diese Rainbow-Tante, wäre das ein Typ, dann würden doch alle sofort mit draufspringen, oder? Auf den Bandwagen des Schwulseins. Dann würden alle sagen, ja, okay, der hat Regenbogen. Also. Ja, okay, kann sein. Ich bin mir da nicht so sicher. Das ist ja auch ein bisschen gemein, oder? Magst du Regenbogen? Regenbögen? Sind doch schön, ja, oder? Okay, sind okay. Ich mag Sonnenuntergänge lieber. Ah, okay. Na, Romantiker. wobei ich auch sagen muss, das, was du vorhin angesprochen hast, dass die Leute es einfach nicht glauben wollen, dass zum Beispiel dieser Charakter hier schwul oder lesbisch ist, weil sie selber gern mit denen zusammen sein können. Das könnte auch bei den Ponys ganz gut sein. Ja, da gibt es ja sehr, sehr viele. Ja, es gibt die sogenannte Untergruppe der Bronies, die nennt sich Klopper. What? Klopper, weißt du, du kennst doch immer diese Memes oder den Internet-Slang Fappen, ne? Ja. Immer so naja, Fapp. Das ist ja ein englisches Wort, ja. Ja, ja. Und wenn das halt einen Pony macht, dann ist das ungefähr so Klopp, Klopp, Klopp. Oh mein Gott, nicht wirklich. Und deswegen Klopper, ja, die holen sich auf Pony-Fanarts mit Titten einen runter. Ja, aber das gibt's ja schon seit Anbeginn des Internets. Das ist ja so gesehen nichts mehr Besonderes. Aber das ist halt jetzt dadurch rausgekommen, ist es sehr viel geworden durch die Bronies-Dingens. Tut mir leid, für alle, die Fans sind, Bronies sind nur die Fans, ne? Bronies sind die Fans. Okay, Gut. Also das heißt, es gibt Bronies, die sind einfach nur Fans von der Serie und es gibt Bronies, aber es ist doch auch überall, Also wenn du zum Beispiel, es gibt diese, wie heißt die nochmal? Diese eine Disney-Sendung mit diesen Jungs oder was auch immer. Und da sind bestimmt Mädchen, die gucken das an, weil sie die Sendung gut finden und es gibt Mädchen, die gucken das nur an, weil es eine fucking Boyband ist und die sehen geil aus für sie. Und können wir noch so viel vormachen. Und wenn jemand sagt, er steht auf Rainbow Pony, wie heißt die? Rainbow Dash. Ich denke mal an Rainbow Bright, also hier an die. Na, okay. Rainbow Dash. Und ja, mein Gott. Eifersucht ist halt sehr, sehr fies, ne? Mhm. Aber naja. Ja, wollen wir uns am besten nicht in das Thema noch ein bisschen mehr reinsteigen? So, ja, nee, so steigern, weil ich find, meine. Ich finde so welche Themen immer interessant, weil erstens, Leute wollen es nicht wahrhaben, zweitens, Leute wollen es nicht zugeben und drittens, Leute werden schnell sauer. Und das ist provozieren tue ich gerne, wenn es gerechtfertigt ist. Das heißt, wenn jemand lügt oder es nicht zugeben möchte. Provozieren ist scheiße, wenn man aus Boshaftigkeit das macht, finde ich. Aber bei sowas kann man es ruhig mal machen. Da kann man einfach mal sagen, ja, warum findest du es denn gut? Ich hinterfrag halt gerne. Und wenn jemand dann sagt, ja, ich finde halt, die sind schon ganz süß und sexy, dann gut, dann unterstütze ich sowas. Naja, muss jeder für sich wissen. Und sonst, Harvest Moon können wir ja mal kurz drüber reden. Wollte ich auch ansprechen. Du hast Harvest Moon 3 jetzt nicht so gut gefunden. Harvest Moon 3 kenne ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich habe halt bei meinem Cousin immer auf seiner PS1 Harvest Moon Back to Nature gespielt und habe mir vor ein paar Jahren auch Harvest Moon DS für den DS geholt. Okay. Ja, Harvest Moon DS, das wird eigentlich als eins der schlechtesten Harvest Moons abgestempelt. Auch. Weil wegen Bugs oder so. Aber ich finde, das ist eher das letzte Harvest Moon, was so gesehen noch einigermaßen was mit richtigen Harvest Moon zu tun hatte. Wie viel hast du denn gespielt? Ich denk dran, siehst du, hättest du jetzt mal Harvest Moon 3 Let's Play gehört, dann wüsstest du, das hatte ich mal als Thema. Wie viel hast du denn gespielt, um vergleichen zu können? Also ich habe eine Menge Harvest Moons gespielt. Ich habe den Ableger für Game Boy Color. War das? Habe ich gespielt, ja.
Und ich finde einfach nur, ich meine, man hat auch gemerkt, nach DS kam dann Sunshine Island oder wie das hieß, ne? Ja, da kamen die ganz an, diese Spin-Offs, genau. Ja, genau. Und sehr viele. Nee, Harvest Moon Sunshine Island hieß das noch. Ich meine jetzt nicht Rune Factory. Nein, es gibt auch andere. Ja, ich meine, die anderen gibt es aber auch. Zum Beispiel dieses Marktspiel. Ist ja Bazaar, irgendwas. Ja, Grand Bazaar. Es gibt Two Towns. Es gibt Cute. Es gibt viele andere Sachen. Ja, stimmt. Rune Factory ist eine ganz andere Spin-Off-Serie noch. Ja, du hast recht. Ja. Aber ich finde, danach wurde es irgendwie... Wow. Also bei Harvest Moon DS, da war ja noch irgendwie so zum Beispiel die Grafik von den GBA-Teilen, ne? Ja. Dieses ganze Dönse, dass man halt von oben guckt und dann wurde es irgendwie so knuffig. Ich fand es vorher auch schon knuffig. Aber ja, es wurde so richtig so übertrieben. Bei dieser Oben-Ansicht, da waren die Augenstriche. Und dann denke ich mir so, dass irgendjemand bei denen da oben gesagt hat, so, die Charaktere brauchen jetzt Augen so groß wie Wagenräder. Das hat dich gestört am meisten. Ich meine, ich finde, ja, ist die Grafik wurde einfach so total zugeknuddelt, sag ich mal. Und dann wurde auch die Steuerung ein bisschen, ich weiß nicht. Man konnte halt irgendwie jetzt, wie soll ich sagen? Die Steuerung? Naja, irgendwas mit der Steuerung war da. Also, die Steuerung ist bei Happiness, Island of Happiness scheiße, weil man nur einen Stylus benutzen kann. Ansonsten, genau. Sunshine Island lässt sich sehr gut steuern, muss ich zugeben, aber es ist einfach nur noch Arbeit. Ich finde, die Spiele später wurden nur noch Arbeit und kein Spaß mehr. Selbst Harvest Moon 3 hier macht mehr Spaß zu arbeiten. Dafür bietet nichts. Die Charaktere sind scheiße. Die Charaktere sind in anderen Spielen besser geworden. Also bei Sunshine Island waren wenigstens die Charaktere, die hatten Charakter. Mhm. Aber dafür waren sie langweilig und du hast nichts erreichen können außer arbeiten. Und das ist schade. Und ich weiß, ich wollte auch, ich habe hier hier Harvest Moon DS liegen, nur es ist einfach nochmal der GameCube-Teil, bloß in 2D, mit schlechter Steuerung und alles. Und das geht gar nicht. Also hätten sie ein ganz neues Spiel gemacht mit der Grafik von Monerial Town auf dem DS, so wie DS ist, dann würde ich es lieben. Aber nicht nochmal dieses schreckliche Nicht-Stadt mit diesen Nicht-Charakteren aus dem GameCube-Teil. Also, das ist ein bisschen doof, fand ich. Mir ist halt wichtig, wie die Umgebung ist und sowas, weißt du? Mhm. Daher fand ich den DS-Teil ziemlich lame. Ich habe nicht weit gespielt. Ich habe irgendwie, glaube ich, ein Jahr oder so. Und dann, ich war einfach nur... Es gab so viele Sachen, die scheiße waren. Und das macht's kaputt. Bei Sunshine Islands war es eigentlich nur am Ende eine Sache, die alles kaputt gemacht hat. Beim Grand Bazaar war es, dass es extrem langweilig war, wenn du keinen Sonntag hattest. Das ist mal was andersrum. Und auch sonst gibt es keine neuen. Deshalb versuche ich jetzt meinen GameCube, dass sie vielleicht bessere Sachen gemacht haben beim GameCube-Spielen. Hast du das Originalspiel gespielt? Das Originalspiel, nur kurz mal bei einem Kumpel und dann auch auf Emulator. Aber das war, ja, ich war halt irgendwie, wie alt war ich? 6, 7? Und ich habe das einfach nicht verstanden. Ich saß davor und dachte mir, hä? Weil viele nämlich einfach nur die neuesten Sachen nehmen, aber den anderen keine Chance geben. Und das finde ich ein bisschen... Weiß ich nicht, dann sollte man vielleicht einfach mal das erste anfangen zu spielen. Wenn es einem gefällt, kann man dann, wie gesagt, ich finde immer noch für den GBA Monerial Town Friends of immer noch am besten. Es kommt auch immer darauf an, was man möchte. Zum Beispiel, wenn man anbauen möchte, sind so welche arbeitsreichen Sachen gut. Aber wenn man zum Beispiel nur Charaktere haben möchte, sollte man sowas wie Save the Homeland spielen für die PlayStation 2. Wenn man einfach nur vergrößern möchte und entdecken möchte, dann wäre zum Beispiel gut Innocent Life, weil da bist du ein Cyborg und da geht es nicht darum, dass du irgendeinen Charakter hast und ja, und so weiter und so fort. Reis ist ein bisschen gewachsen. Reis ist gewachsen. Oh mein Gott, Leute, Reis ist gewachsen. Und das machen wir mal aufpassen. Kannst Asien versorgen. Das ist nicht Klischee. Schön. Haben wir schon genug. Obwohl es eigentlich auch stimmt. Haupternährung in Asien, also Hauptnahrungsmittel ist eigentlich Reis, wird dort sehr viel angebaut. Natürlich, ist ja auch in Ordnung. Ja. Du kriegst so viel für ein bisschen Reis. Also Reis ist ziemlich ergiebig.
Und da und gesund und so. Also so gesehen, Reis, fuck yeah, würde ich mal sagen. Nee. So, ein Thema noch, dann ist der Tag ja gleich vorbei, dann ist der Part erstmal vorbei. Ein Thema noch. Gute Frage. Was, ja, du kannst doch, du. Was, über was Naja, möchtest du ich. reden? Was interessiert dich gerade so? Wo hängt dein Herz dran? Wo hängt mein Herz dran? Jetzt sag nicht an Arterien und so. Nee, so einer bin ich nicht. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Muss ich mir merken. Nee, jedenfalls, ich finde es, sagen wir mal, mir fällt nichts ein. Scheiße. Du fängst an mit ich finde es und dann fällt dir nichts ein, das ist natürlich auch super. Ja, ich bin ich etwas. Was denn? Ja, ich YouTube, nehme einfach mal YouTube und das Okay. wunderbare Design. Na, bloß auf. Da habe ich mich ja schon oft genug drüber beschwert. Also. Ja, okay. Dann, ja, genau, Aber jetzt es habe ist ich's. gut zu wissen, immer wieder, weil viele denken ja so nach ein paar Monaten ist alles wieder in Ordnung. Nö, ist immer noch scheiße. Der Ja. Uploader ist das Einzige, was sie verbessert haben. Analytics ist besser und der Uploader. Den haben sie jetzt aber auch schon wieder verschlechtert. Ich weiß nicht warum. Sie hatten ein paar Wochen lang richtig einen guten Uploader und jetzt plötzlich machen sie es wieder schlechter. What the fuck? Und aber der Rest ist immer noch kacke. Startseite sowohl Ja. Kanal. Kanaldesign ist mit das Schlimmste, was ich seit langem gesehen habe und das geht gar nicht. Aber. Ja, ich habe jetzt ein Thema, DSDS Kids. Oh. Ja, die können ja überhaupt nicht singen. Ich war bei meiner Familie zu Besuch und haben sie rumgeschalten und habe gesagt, oh, mach mal zurück, ich glaube, das ist dieses DSDS Kids. Und dann, oh mein Gott, meine Ohren. Also ich dachte, da haben so viele vorgesungen, da müssen noch welche kommen. Es gibt so viele Kinder mit guter Stimme. Ja. Warum nehmen sie welche, die nicht singen können? Ich verstehe die Welt irgendwie nicht mehr. Ja, Hero, du singst besser, ich weiß. Ich finde es auch sehr traurig, dass die Kinder schon in so jungem Alter einfach nur noch ausgeschlachtet werden für Profit. Weil das ist wirklich so, es gibt ein, ich glaube, es gibt auch ein Lied, das das ziemlich gut beschreibt, wenn ich mal kurz Werbung machen darf Für für was? eine Band. Ja, pff, Ja, mach. Knorkator. Knorke. Das Ding heißt Kinderlied. Und dort geht's halt auch darum, dass man im so jungen Alter schon auf die große Bühne geschickt wird und man ist einfach nicht bereit dazu. Weißt dich. Und wir wissen ja alle, was aus solch jungen Leuten geworden ist. Sehen wir uns zum Beispiel an Britney Spears, Lindsay Lohan, die waren ja auch einigermaßen jung und jetzt, ja, Ja, aber die sieht man. dazwischen hatten sie ja was Gutes. Es muss dann halt geguckt werden, wie der Weg sich entwickelt, oder? Aber ich denke mal, wenn es bei RTL anfängt, dann. Aber was ist, wenn du mitkriegst, dass dein Sohn total gern singt und das total sein Traum ist und einfach mal Bock hat, das zu machen, da das mitzubekommen, da aufzutreten? Warum sollte man das sein Kind verwehren, wenn man selbst auch damals Träume hatte? Ja, das ist ja die andere Frage. Wollten die Kinder überhaupt daran teilnehmen? Denn das bezweifle ich einfach mal ganz stark bei Für hier alle, ich manchen. mache da auch sehr oft Werbung für. Guckt Fernsehkritik TV, die, weiß ich nicht, Folge vor ein paar Wochen, als es anfing. Da hat Holger von Fernsehkritik TV Interviews gemacht mit Kindern, die davor standen und sich beworben haben. Und viele Eltern haben gesagt, ja, eigentlich will ich das ja gar nicht, aber sie will es unbedingt. Und man riecht das richtig mit, wie die Kinder Bock drauf bekommen. Das Problem ist natürlich, ich denke mal, das meinst du auch, dass die natürlich das auch eingeredet bekommen. Also die sehen irgendwie die SDS und sagen, oh, es wird so cool, will ich es auch mal haben. Nur, es ist ein bisschen so, wie wenn dein Kind immer wieder auf die heiße Herdplatte fassen möchtest und du sagst immer wieder, nein, es ist heiß. Irgendwann sagst du dir dann, okay, fass drauf, Bitch. Und dann fest drauf, oh mein Gott, es ist heiß, wieso hast du mich nicht gewarnt? Und dann denkt man sich einfach so, also ich würde dann als Vater sagen, ich habe es dir ein paar Mal gesagt, du wolltest nicht hören, du musst es selbst rausfinden, um es zu lernen. Einige Menschen sind einfach resistent gegen gut einreden und das ist vielleicht auch in Ordnung so, weil du darfst nicht immer auf jeden hören. Natürlich, wenn jeder deiner Freunde sagt, du kannst nicht gut singen, solltest du vielleicht als Nettigkeit annehmen, dass sie ehrlich zu dir waren. Nur wenn irgendjemand ankommt und sagt, nö, nö, den Job kriegst du eh nicht, du bist schlecht, dann darfst du ja nicht gleich aufgeben, nur weil irgendjemand das gesagt hat, oder?
Ja. Ich verstehe es, aber die sind sehr jung. Es macht keinen Sinn, die dahin zu schicken. Die SDS-Kids ist einfach eine dumme Idee. Sie hätten sie was Schönes, Lustiges draus gemacht. Wie damals, weiß nicht, bin ich Playback-Show in richtig, nicht einfach nur die Kinder da vorne hinstellen. Okay, aber ich finde ja die SDS schon falsch und schlecht und langweilig und dann will ich doch keine Kinder sehen. Also, wenn die wenigstens singen könnten, weißt Ja. Ich aber. meine, eine, ich glaube, eine, ich habe mir mal den Livestream für 20 Minuten angeguckt und dann konnte ich einfach nicht mehr. So, das ist normal. Aber eine von diesen Teilnehmerinnen, die hatte eigentlich eine ganz gute Stimme und da dachte ich nur, verschwendetes Potenzial. Ach so, wieso? Weil einfach nur, ja, okay, wenn sie gut singen kann. Dann hat sie eine Plattform gefunden, ist doch gut. Ja, aber ich denke mal, das hätte man auch anders machen können. Man hätte sie nicht zu DSDS schicken müssen, weil ich denke mal, das Aber ist dann wie für hätten sie es anders solche. machen sollen? Wie hätten dann irgendwelche, da sitzen in irgendeiner kleinen Stadt sitzen, Eltern haben eine Tochter, die gut singen kann, und dann kommt das. Wie sollen sie sonst ihr Kind groß rausbringen? Aber ich hab nur eine gehört, die war richtig schlecht und der Junge war auch nicht wirklich gut. Also so gesehen, wenn da wirklich eine bei ist, die gut singen kann, warum Keine nicht? Ahnung, ich denke mal, wenn die, man könnte ihr ja Gesangsunterricht oder sowas noch geben, damit sie sich verbessert und dann Ja. später vielleicht, es gibt ja, keine Ahnung, dass sie zum Beispiel in einer Band spielt oder so, dann auch was mit ihren Freunden machen kann. Ja, aber auch selbst wenn nicht, ich finde, es ist wichtig, dass danach, wir müssen bloß aufpassen, dass wir danach nicht ausgenutzt werden. Das heißt, dass sie nicht anfängt, dann schon mit 12 sexy dargestellt zu werden. Weil sie kann ja singen, sie kann Lieder singen, sie kann Spaß haben, sie kann CDs rausbringen, sie kann ins Fernsehen. Aber da muss immer jemand sein, der sagt, so ist es nur ein Job, ist es nur, jetzt geht's zu weit oder jetzt nutzen wir sie aus. Dass man immer jemanden hat, der die Grenze wahrt. Und ich glaube, das gibt es heutzutage nicht mehr, auch bei Popstars oder sowas. Es geht einfach over the top und dann gehen sie daran kaputt. Würden sie einfach sagen, wir haben Spaß mit denen, sie haben vielleicht nicht 100.000, sondern nur 50.000 Fans, ist doch besser als kaputt zu gehen. Und das gleiche mit den Kindern auch. Ich glaube, man kann Kindern viel zutrauen, wenn man darauf aufpasst, dass man ihnen auch zuhört. Wenn das Mädchen irgendwann sagt, ich habe heute aber echt überhaupt keine Lust raus und sowas, dass man da vielleicht ein bisschen sich zurücknimmt und sagt, heute machen wir nicht so lange und keine Autogrammstunde oder was weiß ich, irgendwas. Einfach mal ein bisschen auf die Menschen achten. So, ich bedanke mich schon mal für diesen Part für dich, für dich, bei dir. Dieser Ach, Part geht nur an ich mich. brauche Cola. Bei dir, dass du dabei warst und ein bisschen reden konntest. Und wir sehen uns beim nächsten Harvest Moon. Das war ja jetzt super interessant, was ich gemacht habe. Aber wir haben einen Schrank bekommen. Nochmal freuen, Kev. Yay. Yay, einen Schrank. Und dann Ja. bis zur nächsten Aufnahme. Sag tschüss. Tschüss. Ciao.